Ja, Trainer, erstens vielen Dank, dass du uns an meinem Abschlusstag nach dem letzten Training und relativ kurz vor der Abfahrt zum Flughafen für ein kurzes Interview zur Verfügung stehst. 12 Tage Belek, Wintertrainingslager. Wie fällt das Resümee vom Ferdinand Feldhofer aus? Ja, bis auf die letzten 2 Tage vom Wetter eigentlich perfekt. Ein bisschen wärmer hätte sein können. Ja, Verletztenstatus quasi null. Also außer unsere Langzeitverletzten, Leon und der Leo, sind alle fit. Das war nicht so, wie wir angekommen sind, also relativ untypisch. Dementsprechend sind wir natürlich glücklich und reisen jetzt ja voller Zuversicht nach Hause. Habt ihr trotz der Wetterkapriolen der letzten 2 Tage, vorher war es ja absolut in Ordnung, glaube ich, das, was ihr euch vorgenommen habt, alles durchziehen können oder musste man dann ein bisschen improvisieren? Ja, bis auf heute haben wir alles durchziehen können. Heute war dann durch den Schneesturm und starken Schneefall wirklich kein Fußballtraining mehr möglich und da haben wir heute dann Läufe gemacht. War jetzt dein erstes Trainingslager mit einer Rapid-Mannschaft als Trainer. Alles so verlaufen, wie du erwartet hast, oder was positiv aufgefallen oder auch negativ? Na, also genauso wie es geplant war, haben wir es durchgezogen. Die Jungs haben wirklich mit viel Engagement und mit viel Leidenschaft mitgemacht. Spaß ist auch nicht zu kurz gekommen. Und ja, es passt alles und jetzt geht's ab nach Hause. Geht's ab nach Hause. Es geht in ein paar Tagen dann schon gegen Hartberg im ÖFB Cup. Hartberg ist auch hier, konnte man aber nicht beobachten beim Spiel, habe ich gehört, weil es abgesagt wurde. Wie schaut der weitere Fahrplan jetzt zum Tag Null sozusagen aus, dass man topfit und auf den Punkt genau bereit ist gegen die Hartberger im Cup? Ja, heute mal gut ankommen, morgen frei, Freitagnachmittag Abschlusstraining, dann spielen wir ja noch am Samstag im Stadion gegen Trenzin und dann geht's in die letzte Woche und ja, Start gegen Hartberg. Dann drücken wir die Daumen, nur für alle, das wissen, Trenzin ohne Zuschauer ist einmal sozusagen in dem Fall nur ein Geisterspiel, aber wir werden natürlich informieren, wie es ausgeht und letzte Frage von meiner Seite. Wahl zum Rapider des Jahres hat Marco Krühl gewonnen. Der liegt jetzt auch bei Tageszeitungen, was ich gehört habe vorhin. Ist er einer, der, auf den du besonders setzt jetzt im kommenden Frühjahr? Man glaubt ja nicht Frühjahr, wenn man die Temperaturen hat. Ja, einer von vielen natürlich, aber er hat sich das, glaube ich, schon verdient. Sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal dann beim Interview in Wien. Danke.